Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Cannelloni und ich teste heute das erste Mal Elgato-Videoaufnahmen vom Spiel, endlich mit Spielsound. Worauf ich... Worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist ja einfach nur das Spiel zu spielen und mit euch reden zu können. Wir können nicht zurück nach Gondor. Wird sehr spannend. Natürlich auch, wie viel Platz nimmt denn wirklich ein Elgato-Video mit? Aber ich habe ja da so eine Anzeige. Bin mal gespannt, ob die überhaupt richtig ist. Geben und neu anfangen. Das würde mir gefallen. Wenn deine Trefferserie steigt, steigt auch der Schaden deiner Feinde, was? Ja, das sah schon beeindruckend aus. Ich mag Shadow of Mordor. Es ist schon echt Assassin's Creed meets Batman und das ist schon sehr, sehr fein. So. Eine Gollum-Mission. Gollum, Gollum! Beziehungsweise, nein, befreien wir erstmal die Sklaven. Das ist gut. Schauen wir, ob wir näher hinreisen können. Nein, können wir nicht. Das ist schade. Zu viele Ohren sprechen von deiner Hexerei. Und kaputt. Wenn die Nacht kommt, muss man auf. Spaß in der Freiheit, mein süßer kleiner Karagor. Halt! Ich sammle Kräuter, ich sammle viele Kräuter. Kräuter sind wichtig. Bringt das noch jemand von euch diesen Gestank, der über das Lager zieht? Hast du einen guten Blick auf diese seltsame Kreatur erhascht, die zu mir schleicht und uns beobachtet? Ja, sieht einfach nur schön aus. Sieht sehr, sehr schön aus. Es macht Spaß. Unendlich Spaß. Aber ich bin jetzt noch nicht weit gekommen. Ich bin mal gespannt, wie sich dann die Häuptlinge dann nachher schlagen. All dieses Geklärer von der Schmiede bedeutet hoffentlich das, was ich denke. Eure Waffen ließen den Stern einzuweihen, Gildo. Oh ja!
müssen ihre Bleichholzerde arbeiten lassen. Einmal Pfeile aufsammeln und dann die Mission. Ich habe noch nie jemanden, einen Karagor, so schnell erlegen sehen, wie es der Hauptmann der Jäger getan hat. Es sind diese vergifteten Speere. Wenn du mich fragst, ist das geschummelt. Jemand sollte ihm dafür von hinten in den Rücken stechen. Du musst uns retten. Ich bin doch schon dabei. Ich stehe in deiner Schuld. Ich brauche Munition. Willst du sterben? Nö, aber du. Ja, nix mit Leuchtfeuer. Kopfschuss 1. Kopfschuss 2. Sklaven befreien. Das ist unsere Chance. Kannst du mich hören? Wir brauchen Hilfe. Bitte sehr. Mission erfüllt. Ich weiß, es war dumm, diesen Uruk zu beleidigen. Doch ich würde es nochmal tun, nur um dich kämpfen zu sehen. Ja, das würde ich definitiv auch. Gnade, wie man zu hören. Schau wohl nun den Ziegel.
Ja. Ich mache jetzt hier kurz Pause und bin gespannt, ob die Aufnahme etwas geworden ist. Bis später, Freunde.